Hi Leute, heute geht es darum, warum mir mein Ego im Weg stand. Sehr viel auf meinem Weg. Warum, erfährst du gleich. Okay, heute wollte ich mal über ein Thema sprechen, was ich lange hatte bei super vielen Bereichen, dass ich immer dachte, ey, ich schaffe das auch allein. Und ernährungstechnisch hatte ich das zum Beispiel auch am Anfang sehr stark. ich weiß noch, wie ich damals, war ich auf der Revolution, ich weiß gar nicht mehr. Wen ich da getroffen hatte, da war vor 5 Jahren, wo ich zum Beispiel auf Rohkost dann umgestellt hatte. Und habe ich jemand, der auch schon länger da mit dem ganzen Ernährungsthema 20, 30 Jahre getroffen. Und der mir dann am Anfang erzählt hat, ja, nee, aber Früchte, reduziere die lieber nochmal mehr. Und ein bisschen mehr Grün und so weiter. Und am Anfang dachte ich noch, ja, funktioniert alles super gut. Und da war noch so dieses Ego, wo einem auch irgendwie im Wege stand, so diesen, ja, Fehler dann machen zu müssen. Und da auch einfach niemanden zu haben, zum Beispiel, der einem da begleitet bei so einem Prozess. Weil am Anfang denkt man so, ah, man kann gar nicht viel falsch machen. Und letztendlich musste ich merken, so auf dem Weg, wie viel man falsch machen kann. Das in Büchern war halt ganz hilfreich. Ich wusste halt auch nicht, an wen man sich da. Es gab noch nicht so viel Zusammenschluss. Es gab noch nicht so viel Rohkost-Potlucks oder sonst was. Aber ich habe halt echt gemerkt, dass, ja, dass ich dann halt einige Fehler gemacht habe. Und ich dachte halt immer, ey, ich schaff's alleine irgendwie, den Weg zu gehen. Ja, es hat dann auch irgendwie geklappt, aber ich habe halt wirklich viele Fehler gemacht. Hab dann erst irgendwann gemerkt, oh, das geht auf die Zähne, so wie ich es gemacht hatte damals. Auch das Energielevel, der ganze Körper war nicht mehr so gut im Fluss. Und habe halt gemerkt, hey, okay, das hätte ich mir alles irgendwie sparen können. Hätte ich das vorher auch schon gewusst. Und ich merke halt jetzt auch immer wieder, dass ich mit Leuten spreche. Und viele sagen so, ja, ich probiere erstmal ja, alleine oder probiere ein bisschen rum oder so. Und dann trifft man sich halt irgendwie wieder 1, 2 Jahre später. Und dann geht es oft wieder in eine ganz andere Richtung, was halt super schade ist zu sehen. Gerade wenn die Leute an einer wirklich gesunden Ernährung interessiert sind und da eigentlich schon in die richtige Richtung gehen, aber dann halt eventuell Symptome nicht richtig einschätzen können. Da einfach nicht richtig wissen, was passiert auf dem Weg. Und man kann halt, wenn man die Ernährung so stark umstellt, auch in eine vollwertig pflanzlich recht rohe Richtung, dann ist die Entgiftung, dieser Prozess, der dann in Gang tritt, wo der Körper plötzlich merkt, okay, jetzt kann ich alles raushauen, was sonst angesammelt wurde, der tritt dann in Gang und der kann sehr, sehr heftig sein, weil man muss dann auch schauen, dass die Kanäle, wo das Ganze raus möchte, wirklich frei sind und wie man den Körper dabei unterstützt. So, weil dein Körper kennt keinen Wettkampf und der weiß auch nicht, dass du jetzt zwar noch in einer guten Umgebung bist, gute Luft hast den ganzen Tag und unter guter Luft könnt ihr vielleicht einfach noch viel besser ausscheiden. Aber dann gehst du am nächsten Tag wieder auf die Arbeit, hast Stress, unter Stress funktionieren die ganzen Körperprozesse schlechter, du hast schlechte Luft und so weiter. Und dementsprechend gibt es halt so viele Faktoren, die da mit reinspielen und mir stand da mega mein Ego auch im Weg am Anfang. Und Gott sei Dank bin ich dann einfach noch auf den Trichter gekommen durch viele nette Hinweise von vielen lieben Menschen. Und trotzdem, diese Fehler haben mich so viel Zeit gekostet, wenn ich einfach das, was ich jetzt am Anfang oder das, was ich jetzt über die letzten ja, 10, 15 Jahre gesammelt habe an Erfahrung bei der Umstellung,
Wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, dann wäre es halt mal die Hälfte so schnell gegangen. Und das ist das, was ich jetzt auch merke, so wenn ich ja, diesen Weg einfach gehe, auch mit Leuten. Es geht viel, viel schneller und diese Stabilität ist viel, viel schneller da, weil diese Stabilität ist eigentlich das Wichtige in diesem ganzen Reinigungsprozess. Und für mich war zum Beispiel die Stabilität, die kam jetzt eigentlich erst in den letzten 2, 3 Jahren so stark, weil am Anfang war ich total von diesen ganzen körperlichen Reinigungsprozessen, emotional, psychisch mega mitgenommen, weil man so ein bisschen durch Himmel und Hölle teilweise geht. Und wenn man aber mal sieht, ja, wie das Ganze funktioniert und wie man sich erst eine Stabilität aufbaut, zuerst, bevor man so stark in diese Reinigungsprozesse geht, dann hat man da viel mehr diese Vogelperspektive. Man kann da viel, viel, viel entspannter durchgehen. So, es ist viel angenehmer, als wenn man es alleine macht. Es ist viel leichter. Man hat die Sicherheit. So, man hat die Sicherheit, dass man auch sich nicht die Zähne dabei kaputt macht, abmagert, die Organe schädigt oder sonst was. Und man hat halt diese Zeit, die man sich spart und die Zeit bekommt man nicht wieder zurück. So, diese ganzen Fehler, so, selbst wenn die ersten 2 Punkte nicht wären, aber diese ganzen Fehler, die ich gemacht habe, die haben so viel Zeit gekostet, wo man sagt, hey, man muss nicht jeden Fehler selber machen, habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Es gibt auch diesen Spruch, glaube ich, nur sinngemäß. Es gibt 3 Typen von Menschen. Die ersten lernen nichts aus Fehlern. Der zweite lernt, wenn er einen Fehler macht. So, und der dritte, der clevere, der lernt halt, bevor er den Fehler macht, aus den Fehlern von anderen. Ja. Er lernt nicht aus seinen eigenen Fehlern, sondern auch aus denen von anderen. Und diese Zeit, die man sich damit spart, ist halt einfach unglaublich. Und ich würde jetzt, wenn ich irgendwer, oder ich habe es jetzt zum Beispiel auch, wenn ich andere Themen habe, nicht ernährungstechnisch zum Beispiel, für mich jetzt immer, ey, das macht Sinn, hole ich mir direkt Hilfe, hole jemanden, der da die Erfahrung über die Jahre hat. Und viel entspannter. Also ich wollte jetzt nämlich auch so ein paar Dinge noch angehen, die mich schon länger nämlich mal interessiert haben, die schon mal auf dem Schirm standen. Wie zum Beispiel auch Rüdiger Dahlke kennt bestimmt jeder. Das ist so eine Art Psychotherapie über eine längere Zeit. Psychotherapie, das heißt, muss nicht unbedingt heißen, dass man verrückt ist, sondern einfach, wenn man halt gewisse Themen sich anschauen möchte. Und genau, da ist noch so ein irgendwo ich auch mal unbedingt machen möchte, wenn die Leute da halt sehr erfahren sind, man hat erfahrene Heilpraktiker, Therapeuten oder sonst wen, die da einen in diese Zustände einfach bringen, dann kann man da halt viel besser, viel mehr Energie rausziehen. Oft hat man ja so unbewusste Themen oder die bei mir jetzt auch schon bewusst hochkommen, wo einen oft noch blockieren, wo man einfach dann viel mehr Energiefluss wieder haben kann. Und all solche Geschichten, genau, die stehen jetzt noch auf dem Zettel. Und ja, ich will mir da die Zeit dann einfach sparen und mache sowas dann einfach direkt bei jemandem, der die jahrelange Erfahrung hat. Und ja, deshalb mach du nicht auch den Fehler wie ich, dass dir da dein Ego im Weg steht. Und ja, das wollte ich heute nur mal teilen, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, da wirklich ein bisschen auf Seite schieben. Natürlich schafft man es irgendwann allein, habe ich dann auch. Aber man macht halt viele Fehler dabei. Man macht gewisse Sachen eventuell kaputt. Und am Ende spart man sich nichts Wirkliches. Genau, wenn man da halt die Möglichkeit hat, dann ist es immer clever, auch von den Fehlern von anderen zu lernen, sich die Zeit zu sparen, die Sicherheit zu haben, okay, dann komme ich schnell, einfach, leicht und angenehm hin, so angenehm wie möglich. Der ganze Prozess eben auch ist. Und ja, das ist echt super schön zu sehen. Und wenn du da dann auch ernährungstechnische Hilfe suchst, da Schritt für Schritt umstellen möchtest oder ja, den Körper eben wirklich ganzheitlich entgiften möchtest, dann melde dich auch gerne mal, können auch gerne mal deine Situation anschauen. Unten drunter ist ein Link. Genau. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben, Kanal abonnieren, liken
Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und oder Tag oder wann auch immer du das Video schaust. Mach's gut. Bis dann. Ciao.